Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu der Markusberg Charity Classic, die mit Sicherheit beste Radtour der Schweiz. Ich bin Alex Ola und ich zeige Ihnen in den nächsten paar Minuten die Highlights vom heutigen Tag. Bereits zum zweiten Mal lässt der 34-jährige Radprofi, Vize-Weltmeister von 1999 und zweifacher Schweizer Meister Markus Zberg zu einer Radtour in seiner Heimat ein. Er bringt den Teilnehmer jeweils nicht nur das spektakuläre Alpenpanorama vom Berner Oberland näher, sondern macht gleichzeitig auch auf eine wohltätige Organisation aufmerksam: Ride to Play. Bereits am Vortag, aber spätestens am Renntag, können die Teilnehmer ihre Startnummern und Startpakete abholen. Neben Verpflegung und Trinken kommt jeder ein Radtrikot vom Gastgeber Markus Zberg über. Gestartet wird in zwei Kategorien, Hobby und Race. Natürlich kann jeder Mann und Frau teilnehmen. Neu können sich auch Teams, z.B. Firmen, Familien, Clubs für die Kategorie Race anmelden. Die Markus Zberg Charity Classic ist nicht nur in erster Linie ein Rennen, sondern soll ein sportlicher Tag für einen guten Zweck sein. Und so fühlt sich der Gastgeber am Anfang von seinem grossen Tag. Markus, wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Start. Wie fühlt sich der Gastgeber? Ja, eigentlich gut. Das Wetter ist immer ein bisschen ungewiss bei so einem Anlass, aber jetzt die letzten Tage eigentlich gut gemeldet. Wir sind gut vorbereitet und jetzt können wir es ein bisschen geniessen. Wie machst du die Strecke heute? Ja, wir werden sicher um den See herum relativ gemütlich fahren. Nachher um den Berg werden wir auch ein bisschen Gas geben. Aber keine Motivation zum Gewinnen heute, aber trotzdem viel Spass an ihm, oder? Ja, sicher, auf jeden Fall. Florian Stalder, was ist deine Motivation heute zum Mitmachen? Ja, also. Eben, weil ich Teamkollege bin von Markus und wir haben alle gerade ein bisschen Rennpause. Dann ist das klar, dass wir uns im Rennen für eine gute Sache hier fahren und wir freuen uns alle auf die Runde hier um den See. Klar, für uns ist das eine kleine Ausfahrt hier. Auch für Markus denke ich, ist es gut, dass wir dabei sind. Sicher Freude. Ich weiss gar noch nicht, ob er weiss, dass ich da bin. Also, muss ich vielleicht noch überraschen nachher. Andi Wenzel, herzlich willkommen hier im Gewettzentrum. Was ist deine Motivation, um bei uns mitzumachen? Ja, einfach dabei sein. Motivation habe ich keine grosse. Wir würden es gemütlich angehen lassen. Das Berner Oberland ist mir bekannt. Wir sind hier in der Spiezenregion schon Rad gefahren, als junge Buben mit dem SSV-Zimmer. Es ist streng, aber ich hoffe, dass es um den See herum nicht so viele Höhenmeter gibt. Und das meinen die Teilnehmer. Andrea, die Frauen sind hier auch heute Morgen. Was ist für dich Motivation zum Mitfahren? Also vor allem die Organisation Ride to Play. Hat mich da angemacht. Also ja, finde das einfach eine gute Sache. Möchte das unterstützen. Eine anspruchsvolle Strecke mit vielen Teilnehmern, mit vielen guten Begegnungen und für den Schlussaufstieg sind wir alle gut drauf, denke ich. Daniel, du siehst fit aus heute Morgen. Wie fühlst du dich? Tipptopp. Wir sind da gut vorbereitet für das Markus Berg Charity Trophy. Wir sind da als ganzes Team. Hoffen, dass wir den ersten Platz machen, der Teamwertung. Bei mir die Snowboard-Weltmeisterin Frenzi. Du fährst nicht mit bei der Race. Bist du so eine Hobbyfahrerin? Ja, auf dem Velo. Dann nehme ich es lieber ein gemütlich. Dann mache ich etwas für meine Ausdauer. Und im Winter geht es um Wettkampf. Aber ich muss nicht noch im Sommer auch noch Wettkämpfe fahren. Bei mir ist jetzt Karin Zberg, die Frau von Markus Zberg. Karin, wie fühlst du dich an dem heutigen Morgen? Ja, ich fühle mich eigentlich sehr gut. Einfach gerade ein bisschen hektisch und viel zu tun. Also. Wir sollten überall sein, aber es ist wirklich sehr interessant und es wird sicher ein fähiges Event. Du hast sicher noch einen Wunsch an den Markus für den heutigen Tag. Ja, ich wünsche ihm viel Glück, unfallfrei und dass er eine gute Zeit auf Escheried fährt. Und dann ist es losgegangen. Punkt 10 für die Kategorie Race und eine Viertelstunde später dann für die Hobbyfahrer. Eine wunderschöne Strecke um den Thunersee. Von Gwatt über Thun, Interlaken, Leissingen und zurück nach Gwatt. Die 48 Kilometer, die die Fahrer von der Kategorie Hobby fahren müssen, wird in gut zwei Stunden zurückgelegt. Bei den Racer geht es etwas schneller, obwohl die noch einen kleinen Umweg machen dürfen. Ein Anstieg von 439 Höhenmeter nach Escheried. Dort ist dann bei Ihnen Schluss. Bei mir der Erstplatzierte und der Gastgeber. Florian, ist das nett, den Gastgeber abzuhängen?
Ja, es ist nicht unbedingt so nett, aber es ist ja auch ein bisschen mein Hausberg und ich denke, er wird mir das schon verzeihen, dass ich jetzt hier vor ihm bis Ziel komme. Und du als zweitplatzierter Markus, das ganze Feld abzuhängen? Ja gut, ich gehe viel mit dem Florian trainieren und ich bin mir gewohnt, dass er mich im Training alles abhängt. Von dem her ist es keine grosse Überraschung. Wie war es jetzt für dich? Ja, es war lässig, es war wirklich gemütlich um den See herum und jetzt hier rauf hat sich noch jeder austoben. Ich glaube, es war eine gute Sache. Auch der Oli geht angekommen im Ziel. Wie war es? Es ist sehr gut gegangen. Ich hatte gestern noch die Schweizermeisterschaft im Inline-Speed, 42 km, ein bisschen harte Beine. Entsprechend bin ich sehr zufrieden, wenn ich heute raufkomme, unter einer halben Stunde. Ich glaube, es ist eine gute Zeit. Ein hoher Puls beim Peter. Hast du mir so leiden jetzt am Schluss? Ja, jetzt am Schluss. Die letzten 2 Kilometer sind noch ein bisschen geil. Da sind ein paar Würger drin gelegt. Dann geht es gemütlich zurück nach Gwent. Nach dem Rennen haben die Teilnehmer eine Stärkung mehr als verdient. Und zwar bei der Pasta-Party beim Gastgeber des Events im Hotel und Restaurant Gwattzentrum. Die Zeit ist auch genutzt worden für ein gemütliches Zusammensein in schönster Umgebung. Adrian Amstutz, das sieht gemütlich aus. Hast du dir Kohlenhydrate verdient? Ja, ich hoffe es. Ich bin zwar nur mal See umgefahren, aber es war schön. Was ist bei euch die Motivation, um an diesem Anlass mit dabei zu sein? Ja, ich habe es mit Markus Zberg eigentlich organisiert. Das hat angefangen vor 3 Jahren. Wir haben so einen ersten Preis gewonnen für eine Gesundheitsoase Berner Oberland hier zu realisieren. Und der erste Preis dann war, dass wir den Rad- und den Bikesport im Berner Oberland fördern wollen. Und so bin ich mit Markus Zberg in Kontakt gekommen. Aus diesem Grund haben wir nachher mit der Gesundheitstrophy-Verleihung der Markus Berg Charity Classic ins Leben gerufen. Albert, du hast jetzt vorher erzählt, dass es bei dir nicht so gut gelaufen ist heute. Ja, es ist schon gut gelaufen. Ich bin um den See herum. Aber ich bin natürlich absoluter Hobby-Velofahrer, der am Sonntag ein Ausfährtchen macht mit der Familie. Und nachher habe ich die, die unter der Kategorie Hobby waren, doch, sind doch etwas besser gefahren und sind mir die alle davon. Aber ich habe es genossen. Wie kann man so ein Radsport-Event mit der Politik vergleichen? Ja, es ist ein grosser Teil, springt sehr schnell voraus und dann kann man hinten vielleicht das Feld von hinten aufrollen und hätte noch nichts vergeben. Anschliessend ist dann der offizielle Teil des Events losgegangen. Natürlich gespickt von Highlights. Ich habe nicht so hat zum Beispiel der Marco Balzi unter anderem mit dem Song «Hi bei uns» das Beste von sich gegeben. Der Andi Wenzel, die internationale Kinderhilfsorganisation Right to Play, vorgestellt. Kinder, die nicht so privilegiert sind, zu helfen. Ungefähr 600'000 Kinder mit 13'000 ausgebildeten lokalen Betreuern, Programmdurchführer, die auf Sport und Spiel basieren. Der Streetdance-Weltmeister Daniel Spinden, eine mega Performance angekleidet. Die Verleihung der Gesundheitstrophy stattgefunden. Gesundheitstrophy 2009, der Gewinnerpreis für den, wo er hergehört, herzustellen. Sieger ist der Gesundheitstrophy 2009. Der Peter Deutschler, der Preis. Sicher aber mal eben hier bei Gesundheitstrophy. Ein kräftiger Applaus für sein Projekt, das er mit seinen Frauen und Männern hier probiert umzusetzen. Die Gewinner von den vielen lässigen Preisen und den BMC-Rädern sind bekannt geworden. Was heißt du zu dem Gewinn? Ah, der Superman, der ist mir noch hier und jetzt ist er wirklich gewonnen. Ja. Und die Versteigerung vom Whirlpool ist ebenfalls durchgeführt worden. Zum Ersten, zum Zweiten, weiter und zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch! Bitte auf die Bühne kommen! Wieso hast du mitgesteigert? Also eben, du hast wahrscheinlich einfach ein Schnäppchen machen an dem heutigen Sonntag, oder? Das ist absolut ein Zufall. Ich habe schon lange Interesse für einen, aber es hat es noch nicht. Heute habe ich gedacht, jetzt ist auch der Punkt, wo ich zuschlagen muss. Irgendwie.
Das Markus Zwerg Charity Classic geht langsam am Ende entgegen. Bei mir der Gastgeber, der Markus. Markus, wie geht es dir jetzt? Ja, es geht mir gut. Wir haben einen guten Tag heute. Wir haben ein Schwein im Wetter, dass es nicht geregnet hat. Das ist jetzt am Schluss ein bisschen. Aber der ganze Tag ist eigentlich reibungslos vorbeigegangen. Und hat jetzt geändert mit der Versteigerung von der Whirlpool, die für 10'000 Franken weggegangen ist. So ist es eigentlich ein erfolgreicher Tag gewesen. In dem Fall ein glücklicher Markus Zwerg jetzt. Ja, müde, aber glücklicher, ja. Gibt es eine dritte? Ja, wir werden das jetzt mal anschauen, wie es hier im Platzzentrum aussieht, ob sie Interesse haben, das nächste Jahr zu machen. Und dann werden wir dann weiter schauen, ob es eine dritte gibt. Normal vorgesehen wäre es natürlich. Und wo die dann stattfindet. Danke vielmals, Markus Zwerg. Danke Ihnen vielmals für das Interesse und fürs Zuschauen. Bis bald. Adieu miteinander.